und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin Samir, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren neuen Gameplay-Video hier auf dem Kanal. Es geht mit Sackboy weiter ab Big Adventure, ein Sony-Titel, das letztes Jahr im Oktober erschienen ist. Wir gucken uns das Ganze jetzt hier auf dem Steam Deck an und ich kann nur dazu sagen, Aufnahme die 20. Es ist fürchterlich, ist das Ganze hier. Ja, uns ist aufgefallen, dass wir halt relativ viele Jump'n'Run-Spiele hier haben für unsere jüngere Generation. Dementsprechend möchte ich das Ganze mal so ein bisschen aufrollen und habe hier mal so ein paar rausgekramt, die wir uns jetzt so die nächsten Tage mal angucken werden. Dementsprechend fangen wir an mit Sackboy. Und ich hoffe, geht das? Oh, ich kann Start drücken. Super, denn es gibt nämlich ein paar Problemchen mit dem Spiel. Seit dem letzten Update, ja, gibt es massive Probleme, was so die Controllerverbindung angeht, was die Abstürzen vom Spiel selbst also angeht. Nur ganz, ganz kurz, solltet ihr mit dem Controller über den Steam Dock spielen, dann wartet wirklich so lange ab, bis ihr die Meldung bekommt, ihr sollt jetzt Start drücken. Erst dann drückt das erste Mal auf den Controller, sonst erkennt er den Controller nicht und der Controller wird nur noch vom Steam Deck erkannt. Also praktisch ist der Steam Deck der Player 1 und der Controller Player 2 und damit könnt ihr nichts machen. Ja, ihr könnt nicht spielen, weil ihr müsst das Ganze dann ja über den Steam Deck spielen, weil der Steam Deck Player 1 ist. Aber wenn das Ganze eine Docking Station ist, könnt ihr nicht spielen. Wisst ihr, was ich meine? Dementsprechend, also ist jetzt so ein kleiner Tipp von mir. Ich habe das jetzt ein paar Mal jetzt getestet. Ich habe am Anfang ein bisschen Button Smashing gemacht, damit ich die ganzen Intros überspringen kann. Hat absolut nicht funktioniert. Und jetzt habe ich den Controller einfach mal liegen lassen, wirklich jetzt ein paar Mal getestet, einfach liegen lassen und erst wirklich dann gedrückt, wenn die Aufforderung kommt, dass wir jetzt Start drücken sollen. Und da funktioniert der Controller. Bei den Abstürzen weiß ich nicht, was das ist. Auf dem Steam Deck selbst, wenn du spielst, ist mir das bis jetzt noch nie abgestürzt. Jetzt in der Docking Station aber schon, kann natürlich jetzt auch durch das neue Update liegen, was jetzt so vor 2 oder 3 Tagen jetzt gekommen ist. Letzte Mal ein Test war jetzt so vor 5 oder 6 Tagen, wo ich das Ganze getestet hatte. Und kann natürlich sein, dass jetzt durch das Update jetzt so Probleme dazu gekommen sind. Gerade durch DLSS 3, was jetzt wohl mit in dem Update jetzt war. Ich habe jetzt hier zusätzlich einfach mal noch die Custom Proton-Version mit drauf gespielt, um zu hoffen, dass das Spiel halt an sich so ein bisschen stabiler läuft. Ne? Wir gehen mal ganz kurz in die Einstellung und gucken mal, wie das Ganze hier so ausschaut. Wenn wir jetzt hier so raufgehen, sehen wir hier, ne, Vollbild, Steam Deck, der Monitor 1280x720. Das Spiel ist auch von Valve selbst Steam verifiziert, also es sollte eigentlich laufen. Da wird wahrscheinlich noch ein Update kommen, aber wir wissen ja so. Sony ist jetzt gerade so ein bisschen, was das Ganze jetzt angeht, jetzt, ne, mit The Last of Us und so weiter und so fort. Ne, ja, ein bisschen schwierig. Hier sehen wir also auf Mittel. Also dementsprechend sollte es gut hübsch spielbar sein. Und es sieht wirklich fantastisch aus auf dem Steam Deck. Wir gehen aufs Spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oder auch nicht Video, denn das Video ist schon vorbei. Naja, was soll's, dann sind wir jetzt halt jetzt im Bild drin. Mein Gott, es ist aber auch, es ist, also das macht mich gerade ein bisschen fertig hier. So, wir hatten nämlich das Problem, dass nämlich der Controller ständig disconnect hat und alles was. Jetzt habe ich einen anderen Controller angeschlossen, um zu hoffen, dass es jetzt damit funktioniert. Ja, schauen wir mal. Ja, hier können wir uns dann Figuren aussuchen, das sind so... So DLCs, die halt schon mit dabei sind. Eigentlich schon ziemlich putzig. Wer ist das hier? Ah, das ist von The Last of Us. Ist denn auch Joel dabei? Der müsste ja auch dabei sein. Denn. Ja, so Charaktere. Hier ist von Horizon. Ne? Zero Dawn ist hier. Wen haben wir denn noch? Achso, hier, das ist hier. Oh, wie heißt denn das hier? Dieses komische Tic-Tac-Spiel da. Das ist ja putzig. Wow, wie viel gibt's hier? Ah, da waren sie schon immer so. Ja, hier. Kratos, God of War. Cool, cool. Hier ist Nathan Drake. Komm, den nehmen wir. Weil wir es gerade ja so ein bisschen gespielt haben. Also es kommt davor noch ein Video, ne, was halt super putzig animiert ist. Aber da sparen wir uns auch noch mal ein bisschen Zeit. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen überspringen. Denn euch geht's ja nicht ums Spiel wahrscheinlich, sondern eher um die Performance von dem Steam Deck. Und von daher ist es ja eigentlich wurscht, ob wir das jetzt das Video jetzt sehen oder nicht. Ja.
Bild als Nathan Drake. Die Bartstoppel, großartig, das sieht gut aus. Fantastisch. So, los geht's. Ja, dritten wäre schon schön. Das fällt mir hier leider ein bisschen schwer hier. Aber der Controller scheint zu funktionieren. Großartig. So, natürlich so viele Murmeln wie möglich hier einsammeln. Gibt es dann am Ende eine bessere Auswertung? Oh ja, mit dem Controller wird es tausendmal besser. Entweder Kabel wahrscheinlich. Ich muss echt mal gucken, dass ich die jetzt so per Wireless anschließe. Controller. Schon ein bisschen nervig, wenn man mit Kabel. Ja, aber ich würde mal gerne nach hier gucken gehen. Ich bin letztes Mal nicht lang gegangen. Ich würde nicht hauen. Ah, guck mal hier. Du schläfst brav, okay. Aufsammeln. Achso, RT. So Spiele mal zur Abwechslung mal so spielen, das ist auch schon echt extrem schön. Oh Gott. Aber hier unsere Spiele mit Mord und Totschlag hier, das ist mal absolut mal was komplett anderes. Aber ein bisschen entspannter halt, ne? So. Und dazu sieht es halt auch noch ultra hübsch aus. Ist das drunter? Yeah.
Ich habe damals diese Little Big Planet Spiele schon sehr gerne gespielt. Auf der PlayStation 3 damals noch. Alles so Spiele, die leider nicht für die PC erschienen sind. Aber was ich ja positiv finde, ist, Naughty Dog hat sich jetzt bereit erklärt, weitere Spiele jetzt für die PC zu veröffentlichen. Also eventuell kriegen wir vielleicht doch noch unsere Uncharted Trilogie. Das wäre natürlich richtig nice. Du weißt, was das ist, nicht wahr? Das ist eine Träumerkugel, angefüllt mit reiner kreativer Energie direkt aus der Fantasiesphäre. Aber du brauchst noch mehr davon, wenn du nach da oben möchtest. Du bist hier, um Vex zu stoppen, oder? Ja. Aber zuerst musst du alles über die dunkle, böse Energie der Albträume wissen. Sie heißt der Aufruhr. Vex plant, die gesamte kunstvolle Welt damit zu erfüllen. Im Moment nutzt er sie, um den Weg auf den Berggipfel zu blockieren, damit ihn niemand stoppen kann. Glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel gegen dieses üble Zeug. Du hältst es in der Hand. Die reine Energie des Staunens und der Kreativität darin wird Vex Barrieren auflösen, wo immer du auf sie triffst. Also, such nach diesen Kugeln. Sie sind der Schlüssel zu deiner Reise. Der Schlüssel zu deinem Schicksal. Der Schlüssel zu... Ja, ich glaube, du hast schon verstanden. Bei unserem nächsten Treffen werde ich kosmische Geheimnisse enthüllen. Vielleicht verrate ich was über mich? Wie meinen Namen. Ich heiße übrigens Scarlet. Und noch wichtiger, die Wahrheit über deine Existenz. Sehr cool. Level abgeschlossen. Ja, schon geniales Spiel. Also so scheint es jetzt zu laufen. Also wie gesagt, solltet ihr Probleme haben mit Abstürzen, probiert es mal mit einer Custom-Proton-Version. Vielleicht läuft es dann ein bisschen stabiler. Ich glaube, ich habe die 753 oder irgendwie sowas drauf. Müsste das sein. Also einfach mal gucken. Schaffen wir noch ein Level? Ja, müssen wir noch einen schaffen. Nee. Gedrückt halten, Schnellauswahl. Nee, ich will aber nicht reisen, oder? Nö. So. Ich bin so ein bisschen wie Mario-Spiele. Hallo, ne? Ich bin Somsom. Du möchtest was Neues zum Anziehen und tolle neue Outfits, hä? Oh la la, dann bist du hier genau richtig. Gib ein paar Sammelschellen aus und kaufe umwerfende Mode. Dann kannst du unglaubliche Looks in deiner Garderobe erstellen, wo du all deine grandiosen Klamotten findest. Mua. Oh, und ich schenke dir ein paar Sammelschellen, nur für dich, okay. Zum Ausgeben. Doch, ihr bei Somsom. So, Angebot, durchsuchen. Rotkäppchen, Jack, Bergsteiger, Punkrock. Also hier können wir einzelne. Hier Rotkäppchen, wa? Achso, können wir gar nicht. Doch, können wir doch. Exquisite! Sackboy. So, wir haben schon eine ganze Menge. Ausrüsten. Yeah.
So, ich würde sagen, eine Mission machen wir noch. Kalte Füße. 5000. Mal gucken, ob wir die zusammenkriegen hier. Ach, ich mag so eine Spiele. Ich habe auch letztens jetzt im Stream wieder mal so ein Jump'n'Run gespielt. Das hat schon Spaß gemacht. Das ist halt nicht so ernst, so, weißt du. Da kannst du dich da schon mal ein bisschen so zurücklehnen. Und das sind genau Spiele, meiner Meinung nach, die genau für das Teil gemacht sind halt. Jetzt nicht erwischen lassen. Ja. Oh, komm schon. Hey, hallo. Mann. Das ist echt schwierig. Irgendwo.
das läuft echt gut jetzt. Also, wenn es nicht abstürzt, ja, ist natürlich. Deswegen, du musst da jetzt ein bisschen selber probieren. Ich dachte, die Release-Version, sie lief wohl. Dann, wie gesagt, jetzt durch das letzte Update leider nicht mehr. Oh, nee. Jetzt gucken muss, wo hast du wieder vergessen? Die Haare. Siehst du mal. Boah, toll. Ich bin zu ihm reden. Verdammte Angst. Ja, die ganzen Füße haben wir leider nicht. So. Ja, ihr habt aber gesehen, es funktioniert tadellos, das Spiel. Wie gesagt, zu den Problemen mit dem Controller, lasst den Controller kurz liegen, bis ihr aufgefordert werdet, jetzt Start zu drücken. Dann drückt ihr erst Start. Und ja, sonst, wie gesagt, solltet ihr euch das Spiel abschirmen. Probiert es am besten dann mit einer Custom-Proton-Version. Wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, wir haben jetzt hier 20 Minuten jetzt ohne Probleme spielen können. Performance ist super. Wir haben keine größeren Frame-Drops oder sonst irgendwas. Es sieht unglaublich hübsch aus auf dem Steam Deck. Also was willst du mehr? Und ja, ich würde schon sagen, du kannst hier locker so anderthalb Stunden ohne Strom spielen. Ja, also ohne Kabel. Also von daher, für unterwegs, für die Kleinen, auf jeden Fall, denke mal, eine Alternative da mal reinzugucken. Schaut am besten da mal bei MMOGR vorbei. Kann sein, dass er das Spiel da ein bisschen günstiger findet. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Unbedingt ein Like da lassen. Ihr müsst ein bisschen mehr interagieren hier, damit der Kanal weiter wachsen kann, damit der YouTube-Algorithmus das alles versteht. Deswegen immer ordentlich die Däumchen drücken, immer brav irgendwas kommentieren. Ja, würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und sonst immer weiterempfehlen. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.